also was tun, wenn Eltern und Kind nicht mehr abwarten können? Und die Situation wieder abzugleiten droht. In diesem Fall ist ganz wichtig, mit seiner Aufmerksamkeit auf sich selbst wieder zurückzugehen. Als Erwachsener, der nun mal hier der Führer, der Leiter in dieser Situation ist. Das Kind hat hier noch keine Erfahrung gemacht und deshalb braucht es eine Führung. Und dafür sind wir als Erwachsene da. Für die Kinder Führer durch diese Welt zu sein, in der sich die Kinder noch nicht so ausreichend zurechtfinden können. Wo sie noch nicht ausreichend für die einzelnen Situationen Erfahrungen gesammelt haben. Und wo wir ihnen diese Erfahrung immer wieder durch unsere Kommunikation und durch unsere Art, mit ihnen umzugehen, praktisch erfahrbar machen. Das ist tatsächlich unsere wesentlichste Aufgabe und nicht die Kinder zu erziehen. Weil an ihn rumziehen hilft nicht so sehr und vor allen Dingen macht das den Kindern keinen Spaß. Es würde ihnen auch keinen Spaß machen, wenn irgendjemand dauernd an ihn rumzieht. Deshalb finde ich den Begriff Erziehung völlig unangemessen in der heutigen Zeit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Sondern es ist wichtig, dass wir als Erwachsene, egal an welcher Stelle, ob als Eltern, Lehrer, Erzieher oder Therapeuten oder Ärzte oder was auch immer, die Kinder und die Jugendlichen, wenn man so will, in der Art coachen. Wie ein Trainer das macht. Wir haben dabei den Vorteil, dass wir hier noch ein mehr Herzgefühl und mehr Herzblut hineingehen können, weil das ja unsere Kinder sind, an denen wir ja so sehr, sehr interessiert sind. Manchmal ist es allerdings auch ein Hemmfaktor. Aber gehen wir von dieser positiven Seite aus. Davon, dass uns dieses Gefühl außerordentlich unterstützt, diesen Prozess des Coachings besonders effektiv gestalten zu können. Weil wir damit Bindung zu unseren Kindern aufbauen können. Eine Bindung, die dem Kind ermöglicht, uns gegenüber Vertrauen aufzubauen und uns als eine sichere Bank anzusehen. Wenn ich jemand als sichere Bank ansehe, bin ich auch bereit, von ihm Dinge mir anzuhören und anzunehmen, die mir vielleicht nicht so sehr genehm sind. Von jemandem, wo ich nicht dieses Gefühl einer sicheren Bank habe, bin ich nicht bereit, irgendetwas anzunehmen, selbst wenn es sogenannt gut gemeint ist. Die gut gemeinten Ratschläge sind sowieso die schwersten Schläge, die man verteilen kann. Also